Lage. Er versucht von oben einzudringen, brüllte der Bürgermeister aufgeregt. Aber das ist doch der Schornsteinfeger, sagte Pichler kleinlaut. Der Schornsteinfeger? Das ist doch kein Schornsteinfeger. Welcher Schornsteinfeger versucht denn eine Tür aufzubrechen, die Fenster einzuschlagen und dann übers Dach einzudringen? Sind Sie denn völlig blind, Pichler? Offensichtlich war Pichler blind, so blind, dass er einfach nicht sehen konnte, dass Oberschornsteinfeger Krause, der schon seit Jahren den Rathauskamin fegte, eigentlich ein ausgemachter Verbrecher war. Zum Glück sah der Bürgermeister alles ganz klar. Der kann uns nicht täuschen mit seiner lächerlichen Aufmachung, rief er kampfeslustig und befahl seinem Sekretär, den Schurken unverzüglich abzuwehren. Abwehren. Aber wie denn? fragte Pichler. Nun ja, äh, äh, stammelte der Bürgermeister. Am besten nehmen Sie ihn erstmal ins Visier und dann greifen Sie zu. Sehr wohl, Bürgermeisterchef. Um den verkleideten Verbrecher ins Visier zu nehmen, öffnete Pichler die geschlossenen Fensterläden des Büros mit Schwung. Unglücklicherweise stieß er dabei an die Leiter des Oberschornsteinfegers, und zwar so heftig, dass diese von der Wand wegkippte. Uiuiuiui! Herr Krause schwankte plötzlich auf einer frei in der Luft stehenden Leiter hin und her. Natürlich war er als Schornsteinfeger schwindelfrei, aber lustig war so ein Zustand trotzdem nicht. Und jetzt zugreifen, befahl der Bürgermeister. Pichler versuchte, die Leiter zu greifen und an die Wand zurückzuziehen, doch leider waren seine Arme nicht lang genug. Vor dem Rathaus beobachteten Bibi und Aurora den Zwischenfall mit Entsetzen. Bibi, die ihr Glück schon wieder entschwinden sah, stürzte sogleich zu der Leiter, um sie von unten festzuhalten. Allerdings war die Leiter für Bibi viel zu schwer und sie drohte, zusammen mit dem Schornsteinfeger endgültig umzufallen. Stopp, flopp! Hex, hex! rief Bibi den Nothexspruch. Doch nichts passierte. Natürlich nicht. Zum Glück hatte Aurora zeitgleich gehext, um das Schlimmste zu verhindern. Ene einerlei Falle in den Erdbeerbrei. Hex, hex. Aber schlimm wurde es trotzdem. Der Schornsteinfeger fiel zwar weich in die Erdbeerauslage eines Marktstandes, aber er war trotzdem mehr als ärgerlich. Er war genauer gesagt Fuchsteufelswild, und zwar allein und ausschließlich wegen Bibi. Du hast meine Leiter umgekippt, beschuldigte er sie. Er hatte nämlich nur gesehen, wie Bibi unten an der Leiter stand und dachte deshalb, dass sie daran schuld sei, dass er heruntergefallen war. Aber nein, verteidigte sich Bibi und erklärte dem Schornsteinfeger, dass der geöffnete Fensterladen schuld gewesen sei. Nur leider sah der Schornsteinfeger keinen geöffneten Fensterladen, als er prüfend an der Fassade des Rathauses hochblickte. Herr Pichler hatte den Fensterladen inzwischen wieder geschlossen. Natürlich nur aus Sicherheitsgründen. So glaubte der Schornsteinfeger Bibi kein einziges Wort und der Marktverkäufer auch nicht. Du bist schuld, dass meine Erdbeeren ruiniert sind, beschimpfte er sie. Er war davon überzeugt, dass Bibi den Hexspruch gesagt hatte, mit dem der Schornsteinfeger gegen alle Gesetze der Schwerkraft ausgerechnet in seinem Marktstand gelandet war. Aber nein, das war ich nicht, versicherte Bibi und blickte sich nach Aurora um. Verflixt noch mal, wieso half sie ihr denn nicht? Wo war sie überhaupt? Bibi lief nach links und nach rechts, bis sie Aurora endlich am Stadtbrunnen entdeckte. Was tust du da? fragte Bibi erstaunt. Aurora machte äußerst komische Verrenkungen. Das heißt, sie bewegte ihre Arme, als wären es Schlangen, wippte mit ihrem Kopf in einem seltsamen Rhythmus und tanzte dazu mit bimmelnden Fußglöckchen. Ich tanze, erklärte Aurora lächelnd. Du tanzt? Jetzt? Hier? Du hättest mir wenigstens helfen und dem Schornsteinfeger sagen können, dass Aber ich helfe dir doch, unterbrach Aurora sie mitten im Satz. Deshalb tanze ich doch, Bibi, um dir zu helfen. Ich tanze meinen Wahrheitstanz. Weißt du, es muss einen Grund haben, warum deine beiden Glücksbringer nicht funktioniert haben. Und der Wahrheitstanz wird ihn mir zeigen. Äh, Wahrheitstanz? Bibi hatte bisher noch niemals etwas von einem Wahrheitstanz gehört. Aurora war wirklich mehr als nur speziell. Und weil sie mit ihren schlenkernden Gliedern, den farbigen Zöpfen und ihren bloßen Füßen mit den Bimmelglöckchen aussah, wie der Karneval höchst persönlich, kamen immer mehr Neustädter herbei und sahen diesem Tanztheater mit offenem Mund zu. Ich will jetzt nach Hause, drängte Bibi. Doch Aurora fasste die Hände der kleinen Hexe und forderte sie zu den gleichen peinlichen Verrenkungen auf, die sie selbst machte. Tanze, Bibi, tanze, tanze mit mir den Wahrheitstanz. Ich fühle es ganz deutlich, die Antwort naht, rief Aurora. Bibi fragte sich, ob es etwas Schlimmeres geben könnte, als nach einem solchen Tag voller Unglücksfälle auch noch zu einem lächerlichen Tanz vor den Augen aller Neustädter gezwungen zu werden. Eigentlich nicht. Aura mit Aurora. Im Rathaus freute sich der Bürgermeister über die gelungene Abwehr des Eindringlings. Gut gemacht, Pichler. Und jetzt gehen Sie nach draußen und nehmen ihn fest, befahl er. Ich? Ich soll den Verbrecher festnehmen? Das kann ich nicht, entgegnete Pichler. Er hatte sicher viele verborgene Talente, aber wirklich keines, das ihn dazu befähigte, Schurken in Fesseln zu legen. Das können Sie doch viel besser, Bürgermeisterchef, schmeichelte er deshalb dem Stadtoberhaupt. Nun ja, wahrscheinlich haben Sie recht, Pichler, überlegte der Bürgermeister. Entschlossen griff er zu einem Seil, das er in einer Schublade fand, und stürmte nach draußen. Leider kam er zu spät. Schneller als die Polizei erlaubt, war der Schornsteinfeger nämlich nach Hause gegangen, um sich den Erdbeersaft aus dem Anzug zu waschen. Der Bürgermeister lief aufgebracht von einer Ecke zur anderen und konnte nicht glauben, dass ihm dieser Halunke entwischt sein sollte. Vielleicht hat er sich nur versteckt, überlegte er und suchte die dunkle Gestalt deshalb unter Marktständen und hinter Autos. Zeig dich, du Schurke, dann wirst du dein blaues Wunder erleben, rief er dabei unentwegt und schwang drohend sein Seil durch die Luft, wie ein Cowboy, der mitten auf dem Marktplatz ein Rind einfangen will. Die Neustädter, die bisher Aurora zugesehen hatten, wussten plötzlich gar nicht mehr, wo sie zuerst hinschauen sollten. Denn auch der Bürgermeister war eine durchaus sehenswerte Attraktion. Nur Bibi konnte weder an der einen noch der anderen Einlage irgendeinen Gefallen finden. Wenigstens war es ihr gelungen, sich dem Wahrheitstanz und Auroras Zugriff zu entziehen. Jetzt stand sie mit Ranunkel vor dem Brunnen. Sah Aurora zu und fragte sich, wie lange sie hier eigentlich noch mit Ranunkel vor dem Brunnen stehen und Aurora zusehen wollte. In diesem Moment zischte das Seil des herbeieilenden Bürgermeisters gefährlich nah an ihrem Kopf vorbei. Vorsicht! Können Sie nicht aufpassen? rief Bibi und hatte jetzt endgültig genug von diesem ganzen Spektakel. Deshalb beschloss sie, endlich das zu tun, was sie schon längst hätte tun sollen, nämlich. Die Glücksbringer vergessen, Ranunkel auf den Boden legen und ohne Aurora nach Hause gehen. Tschüss, Aurora, ich gehe! rief Bibi noch und stiefelte entschieden los. Aurora war so in ihren Tanz versunken, dass sie weder Bibis Abgang bemerkte noch den Bürgermeister, der inzwischen vor ihr stand und mit großen Augen und heruntergeklappter Kinnlade auf ihr wildes Gehopse blickte. Was machen Sie da? brüllte er schließlich, und erst da bemerkte Aurora das wutentbrannte Stadtoberhaupt. Ach, sieh schon wieder. Ich tanze, das sieht man doch, flötete Aurora. Hier wird nicht getanzt, und schon gar nicht barfuß, regte sich der Bürgermeister auf und ging dabei drohend auf Aurora zu. Doch die ließ sich davon nicht einschüchtern. Sie schickte dem Bürgermeister nur einen mitleidigen Blick. Sie müssen sich wirklich entspannen. Schauen Sie mich an sagte sie eindringlich zu ihm Sie anschauen das ist doch keine entspannung hören sie sofort auf damit das ist mein stadtbrunnen zischte der bürgermeister aurora seufzte es geht ihnen also immer noch nicht besser stellte sie traurig fest und um den bürgermeister wenigstens ein bisschen aufzuheitern wedelte sie mit ihren armen vor seiner nase herum klimperte mit ihren glöckchen und trommelte rhythmisch mit den fingern auf seinen zylinder wollen Sie nicht ein bisschen mittanzen? fragte sie dann und fasste ihn schon an den Händen. Ja, mittanzen! johlten die Neustädter. Sie hätten wirklich zu gern gesehen, wie ihr Bürgermeister mit dieser Hexe um den Brunnen tanzte. Aber der Bürgermeister wollte nicht tanzen. Er wollte nur noch weg. Und schon drehte er sich auf dem Absatz um und flüchtete zum Rathaus. Leider hatte Pichler die Tür inzwischen wieder verschlossen natürlich auf höchstpersönliche Anweisung des Bürgermeisters hin. Pichler? Machen Sie sofort auf, befahl der Bürgermeister und trommelte wild gegen die Tür. Das ist mein Rathaus. Ich will hier rein. Die Neustädter lachten erneut laut auf. Nur Aurora lachte nicht. Sie wunderte sich nur, warum der Bürgermeister trotz des Hufeisens weiterhin so unglücklich und schlecht gelaunt war. Lag es womöglich daran, dass ihm der Glücksbringer kein Glück gebracht hatte? Genauso wenig wie die Glücksbringer von Bibi? <laughs> machte Aurora und überlegte, ob es womöglich einen Zusammenhang zwischen all diesen glücklosen Glücksbringern gab. Irgendetwas, das alle Glücksbringer wirkungslos machte. Bloß, was könnte das sein? Aurora schaute nach links und nach rechts. Nach oben und nach unten, aber sie sah immer nur das Rathaus. Und in diesem Moment hatte sie eine Eingebung. Es war eine Eingebung, die natürlich nur Hexen haben konnten, die ein bisschen speziell waren und Wahrheitstänze tanzten. Und deshalb sah sie nun alles glasklar vor sich. Natürlich! Wieso bin ich nicht gleich drauf gekommen? Das ist die Lösung! stellte Aurora zufrieden fest und wusste nun endlich, warum die Glücksbringer von Bibi und dem Bürgermeister nicht funktioniert hatten. Bibi. rief Aurora aufgeregt und blickte sich nach der kleinen Hexe um. Nanu? Wo war sie denn? Aurora stieg auf Ranunkel und suchte die Umgebung ab, bis sie Bibi endlich auf dem Weg nach Gersthof entdeckte. Bibi, bleib doch stehen. Aurora landete vor der kleinen Hexe. Ich weiß jetzt, warum deine Glücksbringer nicht funktioniert haben. Es hat alles mit dem Rathaus zu tun. Mit dem Rathaus? wiederholte Bibi erstaunt. Was sollte das Rathaus mit den Glücksbringern zu tun haben? Das Rathaus ist ein Ort mit einer sehr schlechten Aura. Und diese schlechte Aura hat all die Glücksbringer wirkungslos gemacht. Nur deshalb haben sie dir kein Glück gebracht, Bibi. Und dem Bürgermeister natürlich auch nicht. Bibis Reaktion entsprach keineswegs der grenzenlosen Begeisterung, die Aurora erwartet hätte. Aura? Was soll das denn sein? fragte Bibi nur verständnislos. Aurora atmete tief ein, dann erklärte sie Aura nennt man die Luft, die uns umgibt, und je nachdem, ob sie schlecht oder gut ist, macht sie alles um sich herum schlecht oder gut. Aber zum Glück kann man die Luft reinigen und dann werden die Aura und auch alles andere wieder gut. Bibi schüttelte den Kopf. Was ist denn das wieder für ein Unsinn, Aura? Aurora sagte sie. Siehst du, sagte Aurora. Auch dich hat die schlechte Aura des Rathauses schon erfasst und deshalb werde ich die Aura des Rathauses jetzt mit einem Hexspruch reinigen und dann versuchen wir es einfach noch mal mit den Schafen. Oder mit dem Schornsteinfeger, ganz wie du willst, Bibi. Das Glück wird dir auf jeden Fall winken. Bibi war fassungslos. Wie kam Aurora auf die Idee, dass sie es tatsächlich noch einmal mit den Schafen versuchen würde? Und wie konnte Aurora nur annehmen, dass Bibi in diesem Leben noch einmal diesem Schornsteinfeger begegnen und ihm auch noch zuwinken wollte? Bibi sah Aurora an und verstand nicht, was in ihrem Kopf vorging. Doch im gleichen Moment erfuhr sie es schon. Wenn du keine Schafe und keine Schornsteinfeger mehr willst, könnten wir es auch mit einer hohen Dosierung von vierblättrigen Kleeblättern versuchen. Wenn ich erst die Aura gereinigt habe, ist das alles gar kein Problem mehr, sagte Aurora und bot Bibi einen Platz auf ihrem Besen an, um sie zurück zum Rathaus zu bringen. Nein, jaulte Bibi jedoch und drehte sich auf dem Absatz um. Sie hatte wirklich die Nase voll. Von Glücksbringern, Wahrheitstänzen und dieser Aurora. Äh, Aura. Und deshalb ging Bibi weiter und ließ Aurora einfach stehen. Natürlich war Aurora daraufhin beleidigt. Und zwar mindestens fünf Minuten lang. Doch dann erkannte sie, dass man eben niemanden zu seinem Glück zwingen konnte. Man konnte immer nur den Weg bereiten und Gutes tun und den Menschen helfen. Genau das wollte Aurora. Und wenn sie Bibi nicht helfen konnte, dann wenigstens diesem armen Bürgermeister. Also flog sie zurück zum Rathaus, stellte sich mit erhobenen Armen vor die Eingangstür und sprach Ene, mene, rein und raus, Klärungsduft im ganzen Haus. Er macht alles rein und klar und die Luft ganz wunderbar. Hex, hex. Es machte Pling, Pling. Offensichtlich war die Hexerei im Rathaus erfolgreich verlaufen. Am liebsten hätte Aurora mit ihrer eigenen Nase die gereinigte Aura nochmal überprüft, aber eine innere Stimme sagte ihr, dass sie Bibi nicht so lange alleine lassen sollte. Bei ihrer derzeitigen Pechsträhne musste man jederzeit mit dem Schlimmsten rechnen, und Aurora wollte sich gar nicht vorstellen, was der kleinen Hexe auf dem Heimweg alles passieren könnte. Sie könnte sich ein Bein brechen. In einen Straßengraben fallen, den Schlüssel verlieren. Schnell setzte sich Aurora deshalb wieder auf Ranunkel und düste Bibi hinterher. Schlechte Luft. Ich war dem Schurken knapp auf den Fersen, aber dann ist er mir im letzten Moment entwischt, prahlte der Bürgermeister vor Pichler, der ihm endlich die Rathaustür aufgesperrt hatte. Kaum war der Bürgermeister wieder in seinem Büro, musste er feststellen, dass Pichler die peinliche Wahrheit über seinen Auftritt auf dem Marktplatz längst kannte. Sie war detailliert auf dem Überwachungsprotokoll vermerkt. 12.58 Uhr. Bürgermeisterchef steht auf dem Marktplatz und schwingt ein Seil. Klammer auf. Warum? Klammer zu. Neustädter lachen und johlen. Klammer auf. Wegen Bürgermeisterchef? Klammer zu. 13.10 Uhr. Bürgermeisterchef bekommt roten Kopf und kriecht unter ein Auto. 13.21 Uhr. Bürgermeisterchef tanzt mit Häkelhexe auf dem Marktplatz. Als der Bürgermeister diesen Bericht las, wurde sein Kopf schon wieder rot. Haben Sie Tomaten auf den Augen, Pichler! Ich bin niemals mit dieser Häkelhexe um den Brunnen getanzt, fauchte er seinen Sekretär an. Selbstverständlich, Bürgermeisterchef, nickte Pichler und wollte sich schleunigst aus dem Staub machen. Doch der Bürgermeister hielt ihn an seiner Jacke fest. Noch eins, Pichler, duschen Sie sich endlich, das ist ja nicht auszuhalten. Aber ich habe geduscht, verteidigte sich Pichler empört und versicherte, dass nicht er, sondern das ganze Rathaus so riechen würde. Mein Rathaus riecht nicht, regte sich der Bürgermeister auf, musste aber kurz darauf feststellen. Dass sein Rathaus sehr wohl roch. Und wie es roch, es stank geradezu. Der Bürgermeister lief mit hochgereckter Nase von einem Zimmer zum anderen und tatsächlich herrschte überall der gleiche unerträgliche Geruch von modrigem Moschus kombiniert mit verdorbenem Obst und Putzmittel. Doch erst nach einem längeren Wechsel von tiefem Einatmen und angeregtem Nachdenken. Entlarvte der Bürgermeister die Ursache für den Gestank. Das muss eine Stinkbombe sein. Dieser Verbrecher muss eine Stinkbombe geworfen haben. Vermutlich, um uns abzulenken, erkannte er geistesgegenwärtig. Sehr wohl, Bürgermeisterchef, sagte Pichler und öffnete sofort alle Fenster, um frische Luft in die Räume zu lassen. Aber das war natürlich gegen die Sicherheitsvorschriften und der Bürgermeister machte alle Fenster sogleich wieder zu. Sind Sie wahnsinnig, Pichler? Sie können doch in dieser Situation nicht einfach die Fenster aufreißen. Das ist doch genau das, worauf es diese Verbrecher abgesehen haben. Drehen Sie lieber die Entlüftungsanlage hoch, regte er sich auf. Pichler sah seinen Chef verständnislos an. Meinen Sie etwa die Entlüftungsanlage für das Rathaus? fragte er dann. Ja, natürlich meine ich die, antwortete der Bürgermeister unwirsch. Manchmal war dieser Pichler wirklich schwer von Begriff. Die kann ich aber nicht höher stellen, Bürgermeisterchef. Oh Mann, Pichler! Stöhnte der Bürgermeister und beklagte sich, dass sein Sekretär in letzter Zeit wirklich für gar nichts zu gebrauchen war. Dann lief er aus dem Büro, um die Anlage selbst aufzudrehen, wenn nötig sogar auf Vollentlüftung. Äh, wo ist die Anlage eigentlich? Fragte der Bürgermeister. Genau das war jedoch das Problem. Denn es gab gar keine Entlüftungsanlage im Rathaus. Und deshalb stank es einfach weiter. Tiefpunkt im Hexlabor. Bibi war weder in einem Straßengraben gelandet, noch hatte sie sich das Bein gebrochen oder gar den Schlüssel verloren. Sie war völlig ohne Zwischenfälle nach Gersthof gelaufen und sauste jetzt ins Haus hinein. Mami, bist du wieder da? Aufgeregt stürmte Bibi ins Wohnzimmer, dann in die Küche und hoch in den ersten Stock. Aber nein, Barbara war noch immer nicht da. Bibi war sehr enttäuscht. Sie hätte sich so sehr gewünscht, dass ihre Mutter bereits auf sie wartete und ihr entgegenrief. Bibi, jetzt weiß ich, wie du deine Hexkraft zurückbekommst. Was macht Mami nur so lang bei Tante Manja? überlegte Bibi. So lange konnte das doch nicht dauern. Dann beschloss sie, einfach nachzufragen. Die Hexkugel im Labor hatte Barbara ja zum Glück in Bereitschaft gehext. Mit eiligen Schritten lief Bibi ins Labor. Sie musste nur ihre beiden Hände um die Kugel legen. Mami, bist du noch bei Tante Mania? fragte Bibi, während farbige Blitze durch die Kugel zuckten. Kurz darauf konnte Bibi die zwölf Eulen von Tante Mania im Hintergrund sehen. Und dann tauchte Barbara's Gesicht auf. Was macht ihr denn so lange? fragte Bibi. Barbara seufzte. Leider dauert es etwas länger, Bibilein. Du glaubst ja nicht, wie viele Junghexenkrankheiten es gibt. Es ist gar nicht so leicht herauszufinden, warum genau deine Hexkraft nicht funktioniert. Aber ihr werdet es doch herausfinden? fragte Bibi ängstlich. Barbara beruhigte Bibi sofort. Aber natürlich. Mach dir keine Sorgen. Allerdings klang sie irgendwie anders als sonst. Sicher bin ich bald wieder zurück, Bibi. Dann können wir über alles reden, verabschiedete sich Barbara schnell. Vielleicht, weil Mania im Hintergrund drängte? Vielleicht aber auch nur, weil sie Bibi die schreckliche Wahrheit noch nicht sagen wollte? Oder konnte? Oder durfte? Aber Mami! Bibi hätte so gerne weiter mit Barbara gesprochen und ihr auch zu gern von Aurora und all dem Unglück mit den Glücksbringern erzählt. Doch schon war Barbaras Gesicht verblasst und Bibi wieder allein. Sie fühlte sich irgendwie schrecklich. In ihrem Kopf drehten sich die Gedanken. Wenn mir Tante Mania und Mami nicht helfen können, bin ich verloren, dachte Bibi. Wahrscheinlich kann ich dann nie wieder hexen. Und wenn ich nie mehr hexen kann, kann ich nie mehr auf meinem Wuschel fliegen. Und sicher werde ich dann nie mehr auf Hexengeburtstage eingeladen. Und von Tante Mania werde ich wahrscheinlich aus dem Hexunterricht ausgeschlossen. Selbst das war für Bibi jetzt eine fürchterliche Vorstellung. Verflixt nochmal. Und all das wäre nie passiert, wenn sie den Spiegel nicht zerbrochen hätte. Und überhaupt hätte sie doch niemals. Ach. In diesem Moment liefen Bibi auch schon die Tränen über die Wangen. Warum nur gab es keine Rückspultaste im Leben. Bibi. Wo bist du? rief da plötzlich eine besorgte Stimme. Es war Aurora, die unten durch die Haustür kam. Auf dem ganzen Rückflug war Aurora sehr langsam und tief geflogen, immer in der Erwartung, Bibi womöglich mit gebrochenem Bein in einem Busch oder Straßengraben liegen zu sehen. Dass sie Bibi jetzt schluchzend im Hexlabor vorfand, bestätigte nur Auroras Befürchtungen. Sofort nahm sie Bibi tröstend in die Arme und reichte ihr ein Taschentuch. Hast du dir irgendetwas gebrochen, Bibi? Tut dir etwas weh? Bibi schüttelte auf alle Fragen den Kopf. Dann wischte sie sich die Tränen mit dem Taschentuch ab und schluchzte: Nein, es ist nur. Ich habe gerade mit Mami gesprochen. Sie und Tante Mania wissen wahrscheinlich auch nicht, wie ich nur. Bevor Bibi den Satz zu Ende sprechen konnte, kamen ihr schon wieder die Tränen. Aurora hatte verstanden, was Bibi ihr sagen wollte. Es war genau das, was sie Bibi auch sagen wollte. Weißt du, Bibi, das habe ich mir schon gedacht. Deine Mutter und diese Tante da wissen sich ja viel, vor allem im Bereich des Kräuter- und Wurzelwesens. Aber leider wissen sie nicht genug. Es nützt nichts, irgendwelche Kräuter zu schlucken oder auf Kur zu gehen oder ähnlichen Unsinn zu veranstalten, denn die Hexkraft ist zwar angeboren, aber auch eine Gabe des Schicksals. Deshalb kann dir auch nur das Schicksal helfen, diese Kraft zurückzubekommen", sagte Aurora und legte dabei so viel Ernst in ihre Stimme, dass sich die Luft um sie herum zu verdunkeln schien. Bibi sah Aurora mit großen Augen an. Das Schicksal? Heute Morgen hast du noch gesagt, ich bräuchte Glück, damit ich wieder hexen kann, meinte Bibi. Aurora nickte. Ja, genau. Zunächst einmal brauchst du Glück, aber das Glück braucht wiederum das Schicksal, und das Schicksal ist nur mit viel Glück gnädig, und deshalb brauchst du genau genommen eigentlich beides, erklärte Aurora diese überaus komplizierten Zusammenhänge. In diesem Moment ereignete sich mit Bibi eine seltsame Verwandlung, und zwar von einer traurigen zu einer wütenden kleinen Hexe. <laughs> schrie Bibi und stampfte heftig mit den Füßen auf. Zum verflixten Fusselkraut. Vielleicht kannst du dich jetzt endlich mal entscheiden, ob ich Glück oder ein bescheuertes Schicksal brauche. Das ist doch alles Quatsch. Genau wie deine blöden Glücksbringer. Das hilft doch alles nichts. Und etwas anderes fällt dir auch nicht ein. Das war natürlich ein bisschen ungerecht, denn Aurora fiel eine ganze Menge ein, wenn auch eine Menge sehr spezieller Dinge. Mindestens eine Minute lang war Aurora daher beleidigt. Aber dann lachte sie wieder über das ganze Gesicht. Ihr war etwas Neues eingefallen, etwas, das viel toller war als alles Glück und alles Schicksal zusammen. Aurora war eingefallen, dass es ja auch noch einen Glücksgeist gab. Sie schlug sich mit der Hand an die Stirn und rief: „Der Glücksgeist, na klar! Warum fällt mir der erst jetzt ein?“ Das wusste Bibi natürlich auch nicht. Noch viel weniger wusste sie allerdings, was ein Glücksgeist sein soll. Aurora erklärte es Bibi sofort. So ein Glücksgeist ist noch viel mehr als ein Glücksbringer. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Aber ganz egal wie, selbst wenn man vorher und nachher. Hauptsache, jedenfalls, er kommt zu uns. Hä? machte Bibi. Doch Aurora begann bereits, die Vorhänge im Hexlabor zu schließen. Es muss richtig dunkel sein. Nur dann lässt er sich beschwören, erklärte sie Bibi. Beschwören? Wer lässt sich beschwören? Bibi verstand kein Wort. Na, der Glücksgeist. Wir müssen den Glücksgeist beschwören. Nur dann kommt er zu dir, und du kannst endlich wieder hexen. lachte Aurora. Nein, nein, nein. Bibi zog entschieden die Vorhänge wieder auf und erklärte Aurora eindringlich, dass das ganz und gar nicht gehen würde. Und sowieso würde Barbara so einen Hokuspokus in ihrem Hexlabor niemals dulden. Dann gehen wir eben ins Wohnzimmer. Beschloss Aurora kurzerhand, lief schnell die Treppe nach unten und ließ alle Rollos herunter. Bibi rannte ihr hinterher und versuchte, sie davon abzuhalten. Doch vergeblich. Schon war es stockfinster und Bibi sah noch nicht mal mehr die eigene Hand vor Augen. Ob sie nun wollte oder nicht, Bibi steckte plötzlich mitten in einer Geisterbeschwörung. Aurora zog die im Dunkeln umhertapsende Bibi zum Wohnzimmertisch, fasste sie an den Händen. Und rief mit einer kehligen Stimme in die Dunkelheit, Komm Glücksgeist, komme. Bibi klopfte das Herz bis zum Hals. Sie fand es plötzlich sehr unheimlich in dem dunklen Raum. Die beiden Hexen lauschten. Doch es war stiller als still. Aurora rief ein zweites Mal: Komm Glücksgeist, komm. Jetzt hörte Bibi plötzlich etwas. Es hörte sich an wie ein Auto, das heranfuhr und parkte. Schließlich rief Aurora ein drittes Mal: Komm, Glücksgeist, komm! In diesem Moment waren Schritte zu hören: Schritte vor dem Haus der Blocksbergs. Bist du das, Glücksgeist? Dann gib uns ein Zeichen deiner Ankunft, rief Aurora. Es klingelte an der Haustür. Bibi ließ vor Schreck Auroras Hände los. Es hat geklappt. Der Glücksgeist ist da. jubelte Aurora begeistert und knipste sofort eine Lampe an. Bibi konnte es kaum glauben. Sollte da wirklich ein Glücksgeist geklingelt haben? Glücksgeist mit Luxuskarosse. Bibi hatte nicht die geringste Ahnung, wie so ein Glücksgeist aussehen sollte, aber eines war klar wie Herr Pichler sah er nicht aus. Oder etwa doch? Jedenfalls stand Herr Pichler vor der Haustür. Mit zerzaustem Haar und sorgenvollem Gesicht fragte er Bibi, ob ihre Mutter, bitteschön und sofort, ins Rathaus kommen könne. Der Bürgermeister brauche dringend ihre Hilfe als Hexe in Sachen Entlüftungsanlage. Meine Mami ist nicht da, sagte Bibi, aber ich richte es gern aus. Nein, es muss jetzt sein, beharrte Pichler. Es ist wirklich sehr dringend. Wir brauchen auf jeden Fall hexische Unterstützung. Aurora, die hinter Bibi an der Tür stand, lachte begeistert auf. Aber da helfen wir doch gern. Wir sind schließlich auch Hexen. Sie war über ihre gelungene Beschwörung hoch erfreut. Für sie sah Pichler ganz und gar nach einem Glücksgeist aus. Sollen wir auf meinem Besen fliegen, oder wollen Sie uns lieber auf Ihren Glücksschwingen davontragen? fragte Aurora kichernd. Wir nehmen das Auto, sagte Pichler und öffnete mit einer galanten Bewegung die Tür des Bürgermeisterwagens. Aurora war hingerissen von der Luxuskarosse. Sie ließ sich mit ihrem Ranunkel sofort in den weichen Ledersitz fallen und wärmte sich ihre kalten Füße an der Sitzheizung. Bibi stand noch immer vor dem Wagen und weigerte sich einzusteigen. Das ist Herr Pichler, der Sekretär des Bürgermeisters. Komm wieder raus! flüsterte sie Aurora zu. Aber Aurora dachte gar nicht daran. Hab Vertrauen, Bibi. Ganz egal, wie dein Glücksgeist heißt oder was er für einen Beruf hat, er wird dir auf jeden Fall helfen. Dann packte Aurora einfach Bibis Hand und zog sie in den Wagen hinein. Schwupps! Saß Bibi ebenfalls auf einem beheizten Sitz, und schon ging es los. Bald bekommen wir auch eine Lenkradheizung, sagte Pichler stolz und fuhr die beiden Hexen zum Rathaus. Zum Rathaus, das ist ein sehr gutes Zeichen, rief Aurora entzückt darüber, dass der Glücksgeist sie ausgerechnet an den Ort zurückführte, dessen Aura sie vorhin so erfolgreich gereinigt hatte. Bibi seufzte. Auf was bloß hatte sie sich da eingelassen? Der Bürgermeister fragte sich wohl das Gleiche. Er hatte das Kommen seiner Gäste auf der Überwachungskamera bereits beobachtet und schäumte schon wieder vor Wut. Wie kam Pichler dazu, ausgerechnet diese tanzende Schäferin anzuschleppen? Und dann auch noch Bibi Blocksberg, wo er doch ausschließlich mit ihrer Mutter sprechen wollte? Was wollen Sie hier? Sie tragen ja noch immer keine Schuhe brüllte er Aurora deshalb an, kaum dass sie mit Bibi und Pichler das Rathaus betreten hatte. Das war natürlich mehr als unfreundlich. Völlig zu Recht entgegnete Aurora deshalb, sie sei eigentlich ein sehr sanftmütiger Mensch, aber genug sei genug. Zumindest freundlich grüßen könne der Bürgermeister doch, denn so viel Gutes habe sie ihm heute schon beschert ein Hufeisen, Zuspruch und sogar die Aura des Rathauses habe sie gereinigt, Deshalb würde es hier auch so gut riechen. Aurora nahm einen tiefen Atemzug. Was? Sie haben mir diesen Gestank an den Hals gehext, begriff der Bürgermeister jetzt und war einem Nervenzusammenbruch nah. Gestank? Das ist doch kein Gestank. Das sind die Klärungsdüfte der Marke Sumpfiger Proper, erklärte Aurora. Sumpfiger Proper, ich höre wohl nicht recht! Hexen Sie das sofort weg! Aurora schüttelte den Kopf. Sie dachte gar nicht daran. Da wandte sich der Bürgermeister an Bibi und befahl ihr, diesen Gestank unverzüglich wegzuhexen. Obwohl Bibi das wirklich gerne getan hätte, sie konnte ja nicht. Ich kann nicht mehr hexen, gestand sie. Daraufhin tobte der Bürgermeister noch mehr als zuvor. Dann will ich jetzt auf der Stelle mit deiner Mutter reden. Ich brauche eine Entlüftungsanlage, und zwar sofort. Rief er mit feuerrotem Kopf und stampfte wütend auf den Boden auf. Aurora war über das Benehmen des Bürgermeisters mehr als entsetzt. Wenn das so weitergeht, dann platzen Sie noch, stellte sie voller Sorge fest und verordnete dem Bürgermeister umgehend eine Zwangsentspannung. Und zwar mit Ene mene sanfter Raum versinke nun im schönen Traum Hex-Hex. Gleich darauf befand sich der Bürgermeister in einer tiefen Entspannung, die ihn so ruhig stellte, dass er nur noch auf seinen Stuhl zurücksinken konnte und alle Entlüftungsanlagen dieser Welt vergaß. Das Einzige, was er noch tun konnte, war mit einem deutlichen einzuatmen und einem noch deutlicheren wieder auszuatmen. Aurora holte eine lilafarbene Kerze mit Lavendelduft aus ihrem Häkeltäschchen. Sie entzündete sie mit einem Streichholz, stellte sie vor dem Bürgermeister auf den Schreibtisch und erklärte Der Lavendelduft ist besonders beruhigend. Das gibt doch nur Ärger, meinte Bibi und wollte, dass Aurora die Kerze wieder einpackt. Aber Aurora dachte gar nicht daran. Mach dir keine Sorgen, Bibi, das ist genau das, was der Bürgermeister braucht, und jetzt kümmern wir uns um dein Glück. Sie packte Bibi am Ärmel und machte sich mit ihr gemeinsam auf die Suche nach Pichler, der sich schon wieder verzogen hatte. Huhu, wo bist du, Glücksgeist? fragte Aurora und lief hierhin und dorthin, bis sie Pichler endlich in seiner Glückskammer rechts neben dem Bürgermeisterbüro entdeckte. Feuer und Flamme. Wie was soll ich machen? Fragte Pichler verdutzt. Er wollte eigentlich gerade die Überwachungsprotokolle lochen und einheften. Doch jetzt stand Aurora vor seinem Schreibtisch und verlangte, dass er Bibi ihre Hexkraft zurückgeben solle. Das wäre sehr wichtig für uns alle, vor allem natürlich für Bibi, betonte Aurora und deutete auf die kleine Hexe, die verlegen im Türrahmen stehen geblieben war. Aber, aber, stammelte Pichler. Ihm fehlten offensichtlich die Worte, um Aurora von ihrem Irrtum zu befreien. Aurora fehlten die Worte zum Glück nicht. Sie wusste, wie man mit Glücksgeistern reden musste, und deshalb zwinkerte sie Pichler zu, kicherte und nahm schließlich sogar seine Hand in ihre und knetete sie, als wollte sie Teig daraus machen. Das wäre wirklich das größte Glück für Bibi, erklärte Aurora dem Sekretär, durchbohrte ihn mit ihrem Blick und ergänzte Bitte. Bitte, 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 bitte. Inzwischen war die Situation für Pichler genauso peinlich wie für Bibi. Das ging ja alles mal wieder gründlich daneben. Bibi überlegte bereits, ob sie einfach das Licht ausknipsen sollte, das wegen der geschlossenen Fensterläden im ganzen Rathaus brannte. Warum nur hatte sie überhaupt geglaubt, dass Aurora ihr helfen könnte? Doch gerade als Bibi meinte, es könnte nicht mehr schlimmer kommen, kam es schlimmer. Plötzlich sah sie graue Schwaden durch den Flur ziehen. Was war das denn? Das kam aus dem Büro des Bürgermeisters. Bibi lief schnell dorthin, und da sah sie es Feuer, Feuer im Büro des Bürgermeisters. Die Kerze, die Aurora auf den Tisch gestellt hatte, war umgefallen und hatte erst die Zeitung und dann die Akten entzündet. Jetzt züngelten die Flammen bereits am Zylinder des Bürgermeisters. Der jedoch merkte gar nichts davon, und schlief weiterhin tief und fest. Pü, oh, oh, pü, oh, oh, machte er ganz entspannt. Für Bibi klang es eher wie Tatü, Tatü. Feuer! schrie Bibi laut, und Aurora und Pichler stürzten herbei. Bibi rief im gleichen Moment ein ebenso aufgeregtes wie automatisches Flopp, stopp, Hex, Hex. Von einer Sekunde auf die andere erstarben die Flammen. Pichler atmete erleichtert auf, Aurora jauchzte und der Bürgermeister erwachte aus seinem Tiefschlaf. »Verflixt noch mal! Was ist das denn hier für ein Geschrei?« rief er und konnte sich gar nicht erklären, was los war. Bibi konnte es sich auch nicht erklären. Fassungslos blickte sie auf ihre Hände. »Hatte sie gerade gehext?« »Aber ja, sie hatte gehext!« es geht wieder, ich kann wieder hexen, jubelte Bibi. Auch Aurora war ganz aus dem Häuschen. Danke, du Glücksgeist, das hast du gut gemacht, sagte sie und gab dem verdatterten Pichler ein Küsschen. Der Bürgermeister verstand gar nichts und starrte auf seinen angekokelten Zylinder. Wer hat meinen Hut verbrannt? brüllte er und war schon wieder auf 180. Bibi sparte sich lange Erklärungen viel lieber probierte sie ihre Hexkunst gleich noch mal aus. Ene mene gute Taten, vorbei ist nun der Feuerschaden. Hex hex, hexte sie alles wieder heil. Und mit Ene mene übler Schuft, besser wird nun diese Luft. Hex hex, beseitigte sie auch gleich noch den unerträglichen Gestank. Statt nach sumpfigem Pupper roch es jetzt im Rathaus nach sanftem Frühlingswind und alle waren froh darüber. Alle außer Aurora, die daraufhin mindestens fünf Minuten lang beleidigt war und sich sogar weigerte, tief einzuatmen. Aber das war Bibi jetzt egal. Sie war überglücklich, im Freudentaumeln, sie konnte wieder hexen. Allerdings konnte Bibi nicht glauben, dass Pichler ihr die Hexkraft zurückgegeben hatte. Auch Pichler konnte es kaum glauben. Aber dann erinnerte er sich, dass schließlich viele verborgene Talente in ihm schlummerten. Ich habe gestern Morgen mit einem einzigen Knopfdruck den Fernseher scharf gestellt. Und ich glaube, ich kann auch sehr gute Protokolle schreiben und mit Schafen sprechen, berichtete er stolz. Aurora nickte wissend. Ja, jeder von uns hat eine Vielzahl von Talenten. Wir müssen sie nur entfalten. In diesem Moment ertönte ein dumpfes Klopfen am geschlossenen Fensterladen. Alle blickten gespannt auf die Stelle, wo es geklopft hatte. Das ist sicher ein Klopfgeist, vermutete Aurora und wollte sich schon in Sicherheit bringen, denn solche Geister wusste sie, waren sehr gefährlich. Quatsch. Das ist dieser Halunke. Wahrscheinlich will er herausfinden, ob jemand zu Hause ist, befürchtete der Bürgermeister. Bibi lief zu dem Fensterladen und öffnete ihn, um zu sehen, was wirklich dahinter war. Und da sah sie es. Und die anderen sahen es jetzt auch. Und sie sagten: Oh, Frau Blocksberg. Oder auch: Ah, Barbara, was machst du denn hier? Bibi war überglücklich. Mami, wie schön, dass du da bist. Ich muss dir unbedingt was sagen. Ich kann nämlich wieder. Doch Bibi kam nicht dazu, ihren Satz zu Ende zu sprechen. Alles nur Einbildung. Der Bürgermeister hatte Bibi unhöflicherweise unterbrochen und nahm nun geschäftig Barbara in Beschlag. Kommen Sie rein, Frau Blocksberg, kommen Sie rein. Ich muss mit Ihnen über Sicherheitsvorkehrungen reden. Ich brauche dringend einen unsichtbaren Schutzwall um das Rathaus. Es gibt keine andere Möglichkeit mehr, um all die Diebe abzuhalten. Diebe? Barbara lachte und flog mit Baldrian ins Büro hinein. Haben Sie deshalb alle Fensterläden geschlossen? Ganz genau, sagte der Bürgermeister. Stellen Sie sich vor, diese Verbrecher wollten sogar schon hier eindringen. Außerdem haben sie meine Teetasse gestohlen. Also, was ist jetzt mit meinem Schutzwall? Barbara konnte sich jetzt beim besten Willen nicht um Schutzwelle kümmern. Sie bat den Bürgermeister um etwas Geduld und erklärte ihm, dass sie eigentlich nur vorbeigekommen sei, um mit Bibi zu sprechen. Der Bürgermeister war etwas enttäuscht, überließ Barbara aber trotzdem ihrer Tochter. Die Akten zur Lenkradheizung nahm er vom Schreibtisch und befahl Pichler, sie in den Tresor zu legen. Bibi konnte es jetzt keinen Moment länger für sich behalten. Mami, ich kann wieder hexen! platzte sie heraus. Aber das wusste Barbara bereits. Ich weiß, Bibilein, ich habe es in der Hexkugel gesehen. Aber du kannst nicht wieder hexen, sondern immer noch. Du hattest deine Hexkraft nie verloren. Was? staunte Bibi. Wie kommst du denn darauf? empörte sich Aurora. Da erklärte Barbara, dass gar nicht sie selbst, sondern Mania darauf gekommen sei. Und zwar in dem Moment, als Bibi sie über die Hexkugel gerufen hatte. Ohne deine Hexkraft hätte die Kugel gar nicht reagiert. Sie war zwar in Bereitschaft, aber ohne deine Hexkraft wäre es dir nicht möglich gewesen, sie zu benutzen, erklärte Barbara. Stimmt, rief Bibi und fasste sich an die Stirn. Wieso bloß war ihr das selbst nicht aufgefallen? Nur Hexen mit Hexkraft waren fähig, in Hexkugeln Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft zu sehen. Das hatte sie erst neulich bei Tante Mania gelernt. Zum Glück hast du die Kugel benutzt. Sonst säßen Manja und ich noch immer vor dem Lexikon der jungen Hexenkrankheiten. Wahrscheinlich hast du nur ein paar falsche Hexsprüche gesprochen und dachtest dann, du könntest nicht mehr hexen, meinte Barbara. Bibi überlegte: Hm, könnte sein. Sie hatte tatsächlich nur drei Hexsprüche probiert: den Trockenhexspruch, den Kleiderhexspruch und den Nothexspruch für den Schornsteinfeger. Als Bibi die beiden ersten Hexsprüche wiederholte, erkannte Barbara sofort den Fehler. Aber Bibi, es muss nasse Socken heißen statt warme Socken und Heiterkeit statt Müdigkeit, erklärte sie. Aber was war mit dem Nothexspruch? Den hatte sie doch richtig gesagt, überlegte Bibi laut. Vielleicht hast du versehentlich Stopp-Flopp statt Flopp-Stopp. Gerufen. Dieser Wortverdreher kommt bei Junghexen öfter vor, gab Barbara zu bedenken. Bibi konnte sich beim besten Willen nicht daran erinnern, ob sie die Worte verdreht hatte. Möglich war es. Aber das war jetzt auch nicht mehr wichtig. Wichtig war nur, dass sie hexen konnte und dass sie kein Pech mehr hatte. Barbara lachte. Aber Bibi, du hattest nie Pech. Dein einziges Pech war dass du geglaubt hast, nicht mehr hexen zu können und es deshalb gar nicht mehr versucht hast. Aurora hatte die ganze Zeit stumm zugehört. Jetzt konnte sie sich keine Sekunde länger beherrschen. Entschuldige, Barbara, aber Bibi hatte wirklich Pech. Selbst wenn es so ist, wie du sagst, ist es doch wohl ein Unglück, in einen Brunnen zu fallen, gleich drei Hexsprüche hintereinander falsch zu sagen, von einem Schafsbauern mit Mist beworfen, von einem Schornsteinfeger beschimpft zu werden und dann auch noch mitten in einen Brand zu geraten. Wäre ich nicht auf die grandiose Idee gekommen, diesen Glücksgeist zu beschwören, ich weiß nicht, ob wir hier alle so glücklich ständen. Barbara lächelte daraufhin nur und meinte: Oh, da habe ich wohl eine Menge verpasst, Aurora. Allerdings, dachte Bibi. Am liebsten hätte sie ihrer Mutter sofort alles erzählt. Doch in diesem Moment ertönte ein lauter Schrei von Herrn Pichler. Aber da ist sie ja! Ja, da war sie. Die Teetasse des Bürgermeisters. Herr Pichler hatte sie im Tresor gefunden. Und jetzt erinnerte sich der Bürgermeister auch wieder. Er selbst hatte sie, in weiser Voraussicht, dorthin gestellt, um sie vor fremdem Zugriff zu schützen. <laughs> Dann brauchen Sie doch keinen Schutzwall um Ihr Rathaus, lachte Barbara und verabschiedete sich gemeinsam mit Bibi und Aurora vom Bürgermeister. Aber, aber so warten Sie doch, Frau Blocksberg, stammelte der Bürgermeister und blickte den drei Hexen, die auf ihren zwei Besen davonflogen, müde hinterher. Doch eigentlich war der Bürgermeister nicht nur müde, er war geradezu schlapp, antriebslos, Außerdem hatte er einen ganz heißen Kopf. Was war nun los mit ihm? Da fiel sein Blick auf die Schlagzeile der Neustädter Nachrichten. Und schlagartig war ihm alles klar. Grippewelle im Anmarsch stand in großen Lettern auf der ersten Seite. Den Bürgermeister durchlief sogleich ein Frösteln, und er erkannte, dass sein Büro jetzt vor allem eins war. Eine Brutstätte für Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Kurz darauf tat er das seiner Meinung nach einzig Richtige, um sich vor dieser neuen Bedrohung zu schützen. Er wünschte Pichler noch am helllichten Tag eine erholsame Nacht und ging nach Hause, um sich ins Bett zu legen. Pichler ging ebenfalls nach Hause, um in seinem Hobbykeller weitere verborgene Talente zur Entfaltung zu bringen. Ende gut, Pullover weg. Bibi war überglücklich, dass sie wieder hexen konnte. Sie saß hinter Barbara auf Baldrian und erzählte ihr auf dem Heimflug von dem aufregenden Tag und all den unglaublichen Dingen, die sie unternommen hatte, um ihre Hexkraft zurückzubekommen. Barbara musste lachen, als sie von der Schafherde, dem Schornsteinfeger und von Pichler als Glücksgeist hörte. Dabei war es natürlich nicht nur komisch, es war irgendwie auch verwirrend. Wie konnte ich nur glauben, ich hätte tatsächlich meine Hexkraft verloren? fragte sich Bibi. Doch Barbara tröstete ihre Tochter. Weißt du, Bibi, mich hat Aurora mit ihrem Aberglauben auch einmal ziemlich durcheinander gebracht. Mir hat sie damals gesagt, dass ich meine Diplomprüfung für Kräuter und Wurzelwesen viel besser bestehen würde, wenn ich jeden Morgen dreimal rückwärts mit Baldrian über die Kräuterwiese fliegen würde. Und? Hast du es getan? fragte Bibi neugierig. Barbara nickte. Mit dem Ergebnis, dass ich rückwärts gegen einen Baum gekracht bin und die Prüfung erst zwei Monate später machen konnte. Aber natürlich hatte ich so mehr Zeit zum Lernen. Bibi lachte. Diese Geschichte hatte ihre Mutter bisher noch nie erzählt. Wahrscheinlich, weil sie ihr bis heute etwas peinlich war. Kurz darauf Landeten die drei Hexen vor dem Haus der Blocksbergs. Es roch herrlich nach Tomatensauce und Knoblauch. Super! Es gibt Spaghetti! freute sich Bibi und lief zu Bernhard in die Küche, der dort gerade das Abendessen kochte. Auch Barbara freute sich über die Nudeln. Die Lorchelsuppe, die sie heute bei Mania bekommen hatte, war wie immer sehr gewöhnungsbedürftig gewesen. Nur Aurora schrie ein entsetztes Oh nein! Was ist denn, Aurora? Magst du keine Spaghetti? fragte Barbara besorgt. Aber nein, das war es nicht. Es war der halbfertige Häkelpullover oder besser gesagt die Tatsache, dass er keiner mehr war. Alles, was Aurora bisher gehäkelt hatte, war nämlich aufgetrennt und der Faden der Troddelwolle spannte sich kreuz und quer durchs ganze Wohnzimmer, um die Sessel herum und an der Stehlampe vorbei. Das war sicher dieser Lancelot. Er hat mit der Wolle gespielt und dabei alles aufgetrennt, rief Aurora. Da hast du es, Barbara. Schwarze Katzen bringen eben doch Unglück. Wie man sieht, lachte Barbara, und gestand Aurora, dass sie eigentlich ganz froh darüber sei, weil sie doch lieber Blusen als Häkelpullover mit eingebauter Handschuhfunktion trage. Ach so. Na, dann hätte ich mir die Mühe ja sparen können, meinte Aurora und war daraufhin wieder einmal mindestens fünf Minuten lang beleidigt. Doch als alle gemeinsam am Tisch saßen und Bernhard die Spaghetti austeilte, kehrte ihre gute Laune sofort zurück. Und mit ihr auch Auroras ungebrochener Aberglaube. Vorsicht! Ja, nicht das Salz verschütten, sonst gibt es Streit! warnte sie Bernhard, als er seine Soße nachsalzte. Bibi und Barbara warfen sich einen wissenden Blick zu. Manche Sachen änderten sich eben nie. Aurora war und blieb einfach sehr speziell.